Hallo und herzlich willkommen, liebe Disney Infinity Freunde, zum Neuanfang, sag ich jetzt einfach mal, so nenne ich das jetzt. Ja, Freunde, ihr seht schon, es wird wieder alles erklärt. Das liegt daran, und das ist auch der Grund, warum so lange keine Videos kamen. Es waren einfach meine Speicherstände, die waren alle kaputt. Ja, egal ob es in den Spielwelten war, egal ob es in den Toyboxen war, Innenbereich wusstet ihr ja sowieso schon. Dass mein Innenbereich ja kaputt war, dass dieser Spielstand kaputt war. Und ja, jetzt war es dann im Endeffekt zum Schluss auch noch so gewesen, dass das ganze Spiel, die ganze Spieldatei kaputt war. Woran es lag, liegt, ich weiß es nicht. Ja, ich sage euch so, wie es ist, ich habe gar keinen Plan. Und deswegen kamen jetzt auch ein paar Tage oder per paar Tage ist gut, ein paar Wochen keine Disney Infinity Videos. Weil, ja, ich sag mal so, wie es ist, ne, da sitzt man schon so lange dran, da saßen wir so lange dran und mit einmal ist alles kaputt. Das Ganze hatten wir ja auch schon in 1.0 gehabt, ja, und jetzt wieder in 2.0 und ja, da denkt man sich so, okay, warum? Warum gerade ich? Aber ist egal, Freunde, wir können den Kopf nicht im Sand stecken, wir müssen weitermachen und wir machen jetzt, oder nö, besser gesagt, habe ich mir so gedacht, können wir ja zusammen jetzt einen Neuanfang machen, Freunde, wir starten das Spiel komplett neu. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt werden der eine oder andere vielleicht sagen, du konntest doch da, wenn du PlayStation Plus hast, da in dieser Cloud speichern. Habe ich alles gemacht? Ist alles online gespeichert gewesen? Die Datei habe ich mir runtergezogen. Genau dasselbe. Ich weiß nicht, woran es lag. Jetzt ist es auch egal. Auf jeden Fall, Freunde, werden wir von neu anfangen. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass das alles jetzt so läuft, bis Disney Infinity 3.0 rauskommt, wie ich mir das vorstelle. Aber ja, ich bin da sehr zuversichtlich, weil warum sollte es genau noch ein zweites Mal passieren, ja? So, ich habe es mir so gedacht, dass ich glaube, jetzt ja anfange mit dieser Einführung, mit dieser Toybox-Einführung, ne? Dann müssen wir die jetzt ja, einmal spielen. Ich würde die gerne überspringen, geht leider nicht. Ich würde am liebsten als erstes alle meine Figuren registrieren in den Heldengalerien, damit wir da schon mal wieder ja, einen Anfang haben für unseren Innenbereich, für unsere Toyboxen, weil es ist jetzt ja auch alles. Ja, wie ihr seht, Freunde, lädt er jetzt hier auch schon nicht mehr weiter. Das ist natürlich exzellent, Freunde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, dann würde ich sagen, schmeißen wir das Spiel hier raus. Ich habe glücklicherweise noch ein zweites. So, einmal. So, glücklicherweise habe ich noch ein zweites. Aber jetzt könnt ihr das mal selbst live sehen. Selbst jetzt ist. Ich weiß nicht, woran es liegt von. Ich weiß es nicht. Ja, selbst jetzt könnt ihr erstmal live sehen, dass hier alles kaputt ist und der Stuhl, der wackelt hier und quietscht hier wie nix. Ey, ne? Das nervt mich auch ein bisschen. So, aber egal, davon lassen wir uns jetzt nicht abhalten. Ich setze mich einfach vernünftig hin und dann geht das auch. Hoffe ich zumindest. Hoffen wir, dass es jetzt vernünftig geht. Ihr habt gesehen, gerade beim Ladebalken ging gar nichts. Ja. Und ja, das war eigentlich mit den Dateien, auf der ich habe beide CDs natürlich ausprobiert. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass die eine CD jetzt komplett Schrott ist und dass sie jetzt vielleicht hoffentlich geladen wird. Wäre schon traurig, wenn nicht, muss ich sagen. So, das haben wir gerade gehabt. So, und jetzt beten wir alle mal zusammen, weil wenn es nicht so ist, dann kann ich auch keine Videos machen. Dann muss ich mir erst nochmal ein Spiel besorgen. Na, da hakt er schon. Seht ihr das, Freunde? Da hakt er schon. Es kann ja aber auch nicht sein, dass beide Spiele kaputt sind. Ja, das kann einfach nicht sein. Ich habe jetzt gerade beide. Ich habe beide Dateien runtergeschmissen gehabt, Freunde. Und ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Ja, wir können noch mal was versuchen hier. Wartet mal. Okay, hier geht einfach mal gerade gar nichts. So, wartet.
Passt auf, wir machen das so. Ich schmeiße jetzt einfach alles nochmal runter. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Da, Systemspeicher. Anwendungen. So, ich werfe jetzt einfach nochmal komplett den Hobel hier runter. So. Ja. Werfen wir die Datei nochmal runter, lassen wir nochmal mit der anderen CD installieren. Von Anwendungen, bla bla bla, Dateien. Das ist der Infinity, ist ja noch nicht angewendet worden. Deswegen, so, jetzt muss ich wieder. Ich sag euch, Freunde, ich sag es euch. Aber jetzt könnt ihr selbst sehen, dass das absolut nicht meine Schuld ist. Ja. Ich will ja spielen. Ich kann es nur nicht, ja. So, dann installieren wir eben schnell. Ja, Freunde, jetzt seid ihr live dabei, wie das hier alles abläuft, wie hier nichts geht, wie hier nichts funktioniert und ich wahrscheinlich neue Spiele brauche. Ja. Unglaublich. So. Dankeschön, dass du installiert hast. Ah, okay. MBs muss er installieren. Ich glaube, das überspringe ich mal eben. So, ich habe jetzt mal was anderes gemacht und zwar habe ich jetzt mal diese Aktualisierung mal weggelassen. Ich habe jetzt einfach mal diese Netzwerkfunktion weggelassen, weil im Endeffekt, sage ich euch so wie es ist, wofür brauche ich die? Ich brauche sie nicht. Die ist dafür da, um online zu zocken oder Toyboxen hochzuladen. Und wenn es wirklich an der Online-Update-Funktion hier bei mir gerade liegt, ja, dann kann ich darauf auch ganz gut verzichten. Deswegen jetzt hoffen wir einfach mal, dass es jetzt funktioniert. Ja, also. Ja, es ist schon wirklich, wirklich traurig, weil es, wie gesagt, es ist bei Disney Infinity 1.0 auch bei mir passiert. Und jetzt bei 2.0 angefangen hat es ja mit dem Innenbereich, habt ihr gesehen. Total schlimm. Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Ganz schlimm war auch immer, dann hat der mal geladen, das Spiel, dann habe ich eine Figur auf die Base gepackt, ja, und dann ist er abgestürzt. Ja, da hat er die Figur nicht geladen, als ob irgendwas mit der Base nicht in Ordnung ist, aber ich habe auch schon alle Bases, alle Basen, Bases. Ich habe auch schon alle Bases ausprobiert gehabt und daran lag es auch nicht, Freunde. Deswegen, also ich weiß es nicht. Ne? So, momentan lädt er sehr gut, muss ich sagen. Unten der Ladebalken ist weg, liegt daran, weil ich diese Aktualisierung einfach mal weggelassen habe. Vielleicht ist der Ladebalken auch kaputt gewesen. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt jetzt. Er lädt und lädt und lädt und dann lädt er noch weiter. Ah! Man munkelt, es gäbe einen Schatz, mit dem sich unbekannte Okay. Welten öffnen lassen. Der, der den Schatz findet, Ja, besitzt die kennen wir Macht, schon. bisher Können wir das wegdrücken? unvorstellbare Vielleicht? Mächte zu Nein, schade. entfalten. Okay, dann müssen wir halt dann so Aber machen, nicht Freunde. jeder Geht nicht findet anders, ihn, ne? sondern nur der, der das Glück hat, dem Wunschstern zu folgen. Natürlich. So, Aladin, Hallöchen. Schön, dass du wieder da bist. Er wird mich zum Schatz führen. Schatz? Huh? Ob es wirklich nur an der Netzwerkfunktion lag, ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Wunschstern. Ja, los, Aladdin, ab dafür. Gib mal Stoff hier. Ich muss zu diesem Schatz. Hallöchen. Du bist ganz schön glitschig. Agrabah. Abgewiesen, ha? Die halten dich wohl Korrekt. immer noch für einen Straßenköter. Ding, ding, Es führen mehrere Wege in ding. eine Stadt. Kennen wir doch schon alles. Mensch, wir wollen das da überspringen, aber es geht leider nicht. Ja, es geht leider nicht, Freunde. Hup.
So. Müssen wir hier rüber. Zack, dann müssen wir hier hoch. Und da ist er nochmal, der Wunschstern. Ich weiß schon, wo es lang geht. Juhu. Yeah. Zack. Ein mega Uhrwerk, jawohl. Und da kommt jetzt ja gleich Tinkerbell, Freunde. Da vorne steht's auch bei mir. Schau dir das an. Ich sehe es. Sehr cool. Okay, kein Problem. Ich krieg das hin. Nein, nein, nein. Bleib da. Bleib da. Wie soll ich ihm denn ganz bis darauf folgen? Hey, was ist da los? Aha. Ich glaube, ich übernehme ab hier. Okay. Ha, ich hab's. Und ich hab weiße Biotech 4. Warte. Stopp. Lass den Stern nicht aus den Augen. Was machst du da? Wie stoppt ihr bei dieses Ding? So, kurzzeitig, ne, habe ich auch gedacht, dass es vielleicht da an meiner Level-Toybox liegt. Da, wo ich mich da reinstelle und dass da die ganze Zeit alles da am Wackeln und am Vibrieren ist, die Funken ohne Ende dort am Ballern sind, ne? Aber ja, ihr seht ihr, dass es nicht daran lag. Ich denke mal, das war wirklich, ja, es war wirklich die Netzwerkfunktion, so wie es aussieht, dass die einfach ja, einen Fehler beinhaltet. Ich weiß es ja nicht, ob ihr eure eure Konsole dann ja im Internet, also dieses Update dann benutzt habt. Könnt ihr mir ja dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder ob ihr das direkt weggelassen habt, ob ihr überhaupt Internet an der Konsole habt. Der Stern, er darf dir nicht entkommen. Immer der Nase nach, aber hoffentlich kommen wir auch irgendwann an. So, Merida, jawohl. Es geht doch nichts über eine Jagd, um in Fahrt zu kommen. Ab dafür. Also das musste ich ja wirklich sagen, das fand ich wirklich gut, weil einige Charaktere sind ja erst später rausgekommen, Disney-Charaktere. Und dass man die hier schon mal so anspielen konnte, ne, das war auf jeden Fall nicht falsch gewesen. Das ist auf jeden Fall sehr gut gewesen. Meine persönliche Meinung. Der verzauberte Bär hat den Stern gefangen. Wehr ihn lieber ab, sonst endet deine Reise hier. Haben wir doch schon. Zack, zack, da kriegt der Bär, was er braucht. Der Stern ist frei. Bleib an ihm dran. Alles wieder freispielen, ey. Mann, ey. Alle Funken wiederholen, ey. Auch unsere Skill-Toybox, Freunde, ist alles weg, ey. Alles weg. Das ist so abartig. Oh, falscher Weg. Hier müssen wir lang. So, und jetzt gleich kommt doch Stitch. Und das finde ich auch ein mega Bild. Ein mega Bild. 100%ig. Sieht richtig gut aus, ja. Richtig, richtig schön. Oh,
Eigentlich ist das gar nicht so falsch, dass man das ruhig nochmal sieht, ne? Weil man vergisst das ganz schnell. Hier ist sie, die Disney Infinity Base. Das ist der Schatz. Das Tor zu unermesslichen Welten mit grenzenlosen Möglichkeiten, die nur du erschaffst. Ja, korrekt würde ich sagen. Und bitte lade das Spiel. Jedes Mal, wenn er jetzt hier am Laden ist, habe ich voll die Panik, dass hier nichts mehr geht. Oh Mann, ey. So. Dieser Charakter wurde zuvor vor allem als Gastspiel im Besitz teilen. Ja, das ist natürlich auch toll. Diese Disney-Infinity-Figur ist jetzt mit deinem Profil verbunden. Cool. So, ab sofort in der Toybox verfügbar. Sehr gut. So, Falcon war... Das Objekt nach unten auf den Boden. Falcon war die Figur gewesen, die ich ja, sehr, sehr gerne euch vorgestellt hätte. Vernünftig. Deswegen lag die hier noch. Die dir grenzenlose Möglichkeiten bietet. Hier kannst du spielen und erkunden. Bauen oder niederreißen. Kämpfen. Ein Rennen gewinnen. Oder tun, was dir sonst gefällt. Du selbst entscheidest, was du in der Toybox machen willst. Die mit blauen Lichtmarkierungen versehenen Figuren sind Toybox-Spezialisten, die dir alles beibringen, was du in der Toybox machen kannst. Wenn du Hilfe brauchst, sprich mit einem Spezialisten. Sie helfen dir gerne weiter. Danke. So, brauchen wir aber nicht. Disney Infinity spielt zu einer Toybox verfügbar. Heldentaten, ja, die muss ich jetzt auch alle wieder neu machen. Fähigkeitsbaum müssen wir auch wieder neu machen, ja. Er ist jetzt Level 0, wo er eigentlich schon Level mehr war. Wartet mal. Wenn das jetzt wirklich der Fall ist, dann aber gute Nacht, ey. Dann aber gute Nacht, ey. Gratuliere! Diese Disney Infinity-Figur ist jetzt mit deinem Profil verbunden. Hey, Peter Quill. Aber du kannst mich Star-Lord nennen. Ja, das ist natürlich exzellent, Freunde. Alles auf Null wieder, ey. Das ist so... Mist jetzt gerade, ey. Damit. Ich hab gedacht, die wären einfach so weiter übernommen, ey. Wenn du alle Missionen und Herausforderungen deiner Spezialisten beendet hast, bekommst du einen besonderen. Du hast die Heldengalerie-Tür freigeschaltet. Sie führt dich in die Heldengalerie, wo deine vielen Errungenschaften ausgestellt sind. Die Heldengalerie wird immer besser und umfangreicher, je länger du Disney Infinity spielst. Ich wusste, ja, als Gast ist er Level normal, aber wenn wir den Besitz teilen, was wir müssen... Um die Sachen für die Toybox freizustellen, ja, sind sie Level 0. Das ist ja gerade echt doof. Du hast die erste Mission deines Toybox-Spezialisten. Disney's Heldengalerie. Ja, geh mal dahin. Ich wollte eigentlich zur Superheldengalerie, aber ich nehme mal die auch eben. Das ist egal. Die nehme ich auch eben. Ja. Wirklich doof gerade. Aber egal. Müssen wir durch, Freunde. Können wir nichts gegen machen, ne? Ihr hört bestimmt schon was, ich auch, aber er lädt noch. Aha, danke. So, Freunde, Heldengalerie. Jetzt frage ich mich natürlich, okay, Falcon ist Superheldengalerie. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich... jetzt hier einen von denen drauf packe und als Gast wird der auch registriert. Ich hoffe, er ist jetzt einfach mal intensiv. Tinkerbell, komm mal bitte her. So. Ja. Jetzt lädt er hier meine Figur nicht mehr. Das ist natürlich auch super. Und jetzt drücke ich auf Start und wie ihr seht, ist das Spiel abgebrochen. Ja. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Ich weiß es nicht, was soll ich dazu sagen? Er tut mir leid. Ja, tut mir leid für euch. Ich bin wieder gerade sehr enttäuscht, muss ich sagen, weil... ja, weil es einfach wieder nicht geht und jetzt mittendrin abbricht und gerade liefert noch und jetzt läuft es wieder nicht und jetzt weiß ich nicht, ob es doch an der Base lag oder doch nicht an der Base, ich weiß es nicht. Guck mal, ich ziehe die Base raus hier.
und nichts passiert. Ja, Freunde, was soll ich machen? Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ihr seht jetzt, dass ich absolut nichts dafür kann. Ich will es ja, es geht nur nicht. Ja. Ich gucke, dass ich eventuell ein neues Spiel bekomme. Ja, und vielleicht geht es dann, vielleicht liegt es an beiden Bases, ich weiß es nicht. Ja, beide müssten dann ja kaputt sein. Tut mir leid, Freunde. Ja, auf jeden Fall habt ihr es jetzt gesehen und ich bin einfach enttäuscht, muss ich sagen, ganz offen und ehrlich, weil das ist jetzt schon das zweite Mal im ersten Teil, im zweiten Teil mit dem Innenbereich fing es an und ich frage mich, warum das so ist. Und dann liefert erst, habt ihr gesehen, jetzt will ich Tinkerbell hier drauf machen und dann geht das schon wieder nicht. Und ja, habe ich kein Verständnis für, Freunde, aber was soll ich machen? Ich bin auch überfragt. Wenn ihr das Problem auch habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt es mir als private Nachricht auf Facebook. Dann können wir uns da gerne mal austauschen. Weil, das interessiert mich schon sehr. Ich habe danach mal gegoogelt, aber ich finde da einfach nichts zu. Ja. Hoffen wir einfach mal, dass es bei Disney Infinity 3.0 dann nicht passieren wird. Weil wäre schon doof. Alle drei Teile, alle drei Spielstände kaputt, ne? Das wäre schon echt, schlecht. Okay, Freunde, tut mir leid, aber in dem Sinne wisst ihr Bescheid, ne? Trotzdem danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis nächste Mal.